sich hier die Ausstellung anguckt, ich glaube, es waren noch nie so viele verschiedene Firmen. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil auch für jeden, der hier teilnimmt, weil man einfach eine Breite an Informationen mitnehmen kann. Und das ist ja auch immer das Ziel des Vereins, Netzwerk bilden und Wissensdrehscheibe sein. Für mich ist es die einzige Konferenz, die sich stetig nach oben entwickelt hat, also von den Teilnehmeranzahlen und sich auch laufend von Jahr zu Jahr von den Konzepten auch weiterentwickelt. BI, Analytics, das Thema Daten im Allgemeinen entwickelt sich konstant weiter und hier ist ein Treffpunkt, an dem man sich austauschen kann, um über die Entwicklungen der Zukunft zu sprechen. Hier tummeln sich BI-Experten, andere Anbieter, hier sieht man die Trends, man hört interessante Vorträge zu vielen relevanten Themen, man hat wirklich Austausch und Networking auf hohem Niveau. Wir treffen hier unsere Kunden und auch Prospects aus der gesamten Dachregion. Auch gerade wenn die Community zusammenkommt, ist eine Präsenz schon nochmal eine tolle Sache, weil also jetzt schon, wenn ich an den heutigen Morgen denke, ich habe ja schon 10, 15 Leute in der letzten Stunde getroffen, mit denen ich mich niemals verabredet hätte. Läuft sich über den Weg, man tauscht sich aus, man hält dann doch das Programm in der Hand und sagt, ach, da gehe ich doch mal in den Vortrag rein, der klingt interessant. The event is awesome because we're really bringing together the people that are specifically in our industry and in our field. So we meet a lot of colleagues that we work with, a lot of new people that are working in the same deal, so it's good. Right now this year especially it's been interesting because we have so much happening with data vault modeling, so we're finding, yeah, you know, half the people we talk to are aware or already doing it or involved, so it's really very useful. Die Veranstaltung sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, sind deutlich über 1000 Teilnehmer und wir treffen, wie gesagt, sowohl unsere Kunden als auch Interessenten hier und der persönliche Kontakt ist nach wie vor wichtig. Die TDW hat ja ursprünglich sich sehr stark auf den Bereich BI und Data Warehousing Analytics halt konzentriert und das ist das Hauptthema, auch wenn wir über das Thema KI sprechen. Eine künstliche Intelligenz läuft niemals ohne Daten, Datenanalyse, Datenhaltung und von der Seite ist und bleibt das Thema Analytics eines der wichtigen Kernthemen. Wir sind natürlich gerne dabei, um zu helfen, dass auch Themen wie Data Science und AI auch Kernkompetenz vom TDWI werden bzw. sind. Was immer gut war und auch immer noch gut ist, ist natürlich die Fachlichkeit und das Fachpublikum. Das ist klasse und das ist auch zunehmend so, dass vieles doch von den Menschen abhängt und der Erfolg der Projekte, Erfolg von BI auch von Menschen abhängt und dafür ist für mich auf jeden Fall die menschliche Interaktion, in diesem Fall mit unseren Kunden, aber auch mit Marktbegleitern, mit Herstellern absolut wichtig und das kann kein Online-Format ersetzen. Herzlichen Glückwunsch erstmal, 15 Jahre ist ein toller Erfolg und natürlich freuen wir uns auf die Party heute Abend.